Die Gespräche zum Freihandelsabkommen, ich habe es eben schon mal gesagt, laufen streng geheim. Das heißt übersetzt, unsere gewählten Volksvertreter aus dem Bundestag oder aus dem EU-Parlament, die sitzen da gar nicht mit am Tisch. Dafür, auch kein Witz, hunderte von Industrielobbyisten. Und jetzt hat die IHK Bayern in einer Stellungnahme kackdreist um Folgendes gebeten. Ich zitiere, die Verhandlungen dürfen nicht zu früh von wirtschaftsfremden Themen wie zum Beispiel vom Verbraucherschutz überlagert werden. Ja. Das ist der große Nachteil am Verbraucherschutz. Ne? Da werden am Ende oft die Verbraucher geschützt, meine Damen und Herren. Ne? Und die neugierigen Bürger, die erfahren noch früh genug, was da bei den Verhandlungen von, ich sag mal, erfahrenen Lobbyisten beschlossen wird. Meint jedenfalls der sympathische Vertreter der deutschen Wirtschaft in Washington. Manche Sachen sind wahrscheinlich besser hinter geschlossenen Türen getan. Das ist nicht demokratisch. Ja, demokratisch ist es nicht, aber was ist schon in diesem Leben demokratisch?